Einfach Kärnten widmet Ihnen La Camisa. Erhältlich in allen Kärntner Bezirken. Jetzt mit neuer Sommerkollektion. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Weil es draußen wieder richtig warm wird, macht sich die Kärntner Woche auf die Suche nach dem Sommergesicht 2010. Zahlreiche Kandidaten versuchen mit ihren Vorzügen zu punkten. Wir haben uns bei der Jury umgehört, worauf es ankommt. Also bei uns hier beim Sommergesicht der Kärntner Woche schauen wir insbesondere auf das Lächeln der Kandidaten und was natürlich auch ausschlaggebend ist, ob sie eine gewisse Körperbeherrschung und Taktgefühl haben. Also bei dieser Wahl im Speziellen schauen wir auf die Natürlichkeit. Das Lächeln ist sehr wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Der natürliche Gang, es soll nicht zu gekünstelt sein, aber natürlich soll die Gesamtoptik auch passen. Ob auf dem Laufsteg, beim Interview oder beim Fotoshooting, die Kandidaten legen sich ordentlich ins Zeug, um bei den Juroren Eindruck zu hinterlassen. In Klagenfurt begleiten wir Julia und Emanuel, die sich dem prüfenden Auge der Jury stellen. Ich habe schon einmal für einen SK Austria Kärnten, für einen Fankatalog, also Fanshop-Katalog, haben wir schon Fotos gemacht. Und eben mit Artisani-Fotografie haben wir schon gemacht. Also das war eben für die Miss Kärnten und Miss Wertasiwal. Ja, ich war im Gigasport einkaufen. Da ist jemand hergekommen und hat gesagt, ich soll bei einer Sommergesichtswahl mitmachen. Ja, und ich hab's auch cool gefunden und wollte dabei sein. Gesagt, getan. Vom Ehrgeiz gepackt geben die Anwärter alles, um zu überzeugen. Werfen wir nun einen Blick nach Villach, wo das zweite Casting zur Wahl des Sommergesichts stattfindet. In der Traustadt zeigen uns Tamara und Dylan, dass sie das Zeug zum Woche-Sommergesicht haben. Ja, also ich habe nicht gewusst, dass ich als Erster dran komme, weil eigentlich die Nummer 10 habe. Also ich war sehr zittrig. Ich hoffe, dass man es mir nicht angemerkt hat, dass ich sehr nervös war. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es ziemlich gut. Ja, ich mache heuer schon das zweite Mal, weil letztes Mal, wenn ich gemacht habe, habe ich schon viel Spaß gemacht damit und habe mir da viel gelernt auch. Und ich wollte heuer wieder mitmachen und versuchen, wieder in Finale zu kommen. Die Königsdisziplin bei der Wahl ist das Fotoshooting. Mit einem strahlenden Lächeln zeigen sich unsere Kandidaten von ihrer sonnigsten Seite. Nach dem Blitzlichtgewitter herrscht Zufriedenheit. Ah, so wie ein Schauspieler. Just like a hero. Ja, eigentlich schon super. Für das, dass es ein bisschen getröpfelt hat und so und da unten sehr viele Kieselsteine waren, also wo mit den Schuhen echt ein bisschen zu schwer ist zum Gehen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es ein super Foto geworden ist. Ja. Bin ich stolz. Zurück nach Klagenfurt. Auch hier haben unsere Kandidaten das Fotoshooting gut hinter sich gebracht. Es ist ziemlich gut gelaufen und ich bin auch, denke ich, einmal ein bisschen fotogener. Es war sehr lustig und in der Wiese habe ich zum Beispiel noch nie ein Fotoshooting gemacht und das war wieder einmal was Neues und eine tolle Erfahrung. Wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, hat noch dreimal die Chance dazu. Bei den Castings in Spital, Wolfsberg und St. Veit darf nämlich auch dem Sommer entgegengelacht werden.